Herzlich willkommen zu Folge 21 von Kenchi hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wir haben da ein kleines Problem festgestellt, und zwar wird Knochen anscheinend von den Leuten hier gehasst, weil er ein hungriger Bandit war und seht selbst, was passiert, wenn ich mit ihm rausgehe. Es gibt eine Riesenschlägerei, es gibt kaum grüne Zahlen und fast nur rote Zahlen und alle meine Leute werden sterben. Pucci ist tot, Puccinator ist tot. Oder beziehungsweise K.O. Ganz viele werden eingeknastet und das, ja. Die Quest ist halt, das Ganze zu umgehen. Also. Rewind. Ja. So, ich versuche das jetzt irgendwie so zu regeln, indem ich erstmal die Tür hier zulasse. Inji ist fertig mit der Workbench. Wo ist er denn? Inji? Ingenieur? Was denn jetzt? So, der... Hallo? Polizei? Wie viele Arschlöcher sind denn noch auf diesem Schiff hier? Wir alle! Bitte, Elf, das ist meine Tür, Penner. Hallo? Und die Polizei macht wieder gar nichts, ne? Wie ganz am Anfang auch schon mal. Dann machen wir es jetzt anders. Raster, du hebst jetzt bitte Knochen auf. Und so leid es mir tut. Knochen, du kommst erstmal da rein. So. Jetzt können wir hier die Tür meinetwegen auch wieder aufmachen. Vielleicht hauen sie dann ja nicht mehr drauf. So, Penner. Nur weil ihr da reingucken wolltet, habt ihr meine Tür zerstört. Was für ein aggressives Pack. Also, nee. So. Ja, der muss jetzt erstmal da rein. Raster. Kann's eigentlich gar nichts groß machen. Gehst erstmal hier hin. Und Iro, du sollst ja auch eine Nahkampfspezialistin werden, also gehst du bitte da rein. So. Schnorri und Benji. Ach, ihr steht jetzt hier die ganze Zeit, oder was? Ja, das ist natürlich super. Inji, hast du Essen? Nein, Inji, geh mal bitte. Essen holen. Kannst du nämlich dem Knochen... Was geben? Hat er jetzt gegessen, der Knochen? Ja, hat er. Kannst du mir auch nochmal eins ins Inventar machen. Ja, es tut mir echt leid jetzt. Oh, nicht in Handelsreichweite. Hä? Kann ich Knochen handeln? Zieh dir meine Hose an, mein Freund. So. Raster, wie geht's dir? Raster, geht's schon besser? Gut. Da drinnen im Knast sollte der keinen Schaden anrichten, also sollte nicht die ganze Stadt auf uns losgehen. So hoffe ich zumindest. Und dann wollte ich einmal kurz hier Forschung anzeigen. Bitte können wir... Ne, Baumwoll brauchen wir Bücher für. Shit. Ich frage mich, ob die Harpunengeschütztürme, die habe ich noch nie gebaut. Die befestigten Armbrüste kenne ich. Ich erforsche jetzt die Dinger einfach. Die sind bestimmt gut. So. Dann tu dein Werk, Inji. Und ihr Leute, ihr seid ja neu, ne? Ihr müsst eh ein bisschen trainieren. Dann passt das schon, wenn ihr hier ein bisschen Geld für uns sammelt. Muss leider sein. Genau, bei Zau wollte ich nochmal eben, dass sie ein bisschen mehr am Schneidertisch arbeitet, weil ich ja die Kampfkünstlerausrüstung für unsere beiden Kampfkünstler noch herstellen muss.
Mach schneller, Zau, du Sau. Brille, hast du noch Essen für die Poochies? Nicht ganz, ne? Geh mal Neues holen. So, wir haben kaum noch Essen, das ist gar nicht so gut. Ist auch kein Essen drin. Genau, siehst du, nicht Zao, sondern Inu. Boah, der Soundtrack ist heute extrem. Müsst ihr mir mal sagen, ob euch der zu sehr nervt oder nicht. Du gibst das mal bitte an Ingi. Und das mal bitte auch an Ingi. Hat sich da irgendwas umgestellt, dass das so laut ist heute? Warte mal, ich muss das mal eben checken, weil sonst geht mir das. Nö. Fast aus, die Musik. Na egal. Hat keiner gesehen. So. Indy, du gehst jetzt bitte zu denen und holst erstmal Kohle. Ja, heute wird ein bisschen Farming gemacht, weil wir brauchen Geld. Auch Indy, das ist nicht dein Ernst. Na, dann mach. Wir brauchen Geld, ja, um uns Baumaterialien zu holen, um dies, um das. Ich werde aber gleich eine kleine Expeditionstruppe zusammenstellen, die nebenbei schon mal, weil ich das wieder auf Screen nicht gebacken gekriegt habe die letzten Tage, die nebenbei schon mal nach einem geeigneten Platz gucken. Und ja, ich frage nochmal an euch, ob ihr lieber wollt, dass ich die Leute aufs, oh, sorry, offscreen ausrüste. Ich glaube, die Stimme war ein bisschen zu laut eingestellt die ganze Zeit. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so schlimm. Ob ich die offscreen ausrüste oder ob ihr das sehen möchtet, ob ihr wissen wollt, worauf man da achten möchte oder ob euch dazu langweilig ist, das würde mich echt wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Dann würde ich das auch so schnell wie möglich angehen. So, und jetzt gehen wir erstmal an das Rippe. Inu, ja, komm, Inu, Bade. Und Chased, Logan the Bow und Stone the Arrow, ihr kommt mal alle hier hin. Und macht keine Aufgaben. Danke. Inu, du gehst vorher nochmal hoch, habe ich voll vergessen. Du brauchst ja noch zu essen. Zack. Und Inji, du machst auch mal Aufgaben aus. Du sollst ja eigentlich gar kein Kämpfer sein. Du sollst ja nur Arbeit, Arbeit machen. Gehst da hin und holst dann gleich erstmal das Zeug da ab. So. Ich mach mal ein Save hier. Du, Speichern. Ja, ich hatte ein paar Probleme, wie ihr gesehen habt, mit dem Knochen, bis ich das gecheckt hatte, was da überhaupt los ist, weil ich immer irgendwo anders war, wenn es losging. Weil als er aufgestanden ist, sind die halt auf ihn losgegangen. Und ja. Ich bin ja manchmal ein bisschen langsamer, wisst ihr. So, wir haben 1:30 Uhr am Morgen. Perfekte Zeit, um loszugehen. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt und da war klar, dass das, was ich letzte Folge gesucht habe, irgendwo im Norden sein muss. Und da haben wir es auch. Das Ende der Welt. Ist eigentlich cool, dass es da ist. Da können wir ja mal hin. Ja. Und hier irgendwo sollte es auch eine Stadt der, wie heißen sie nochmal? Keck oder was? Die so, diese kantigen Viecher, das sind sehr gute Kämpfer. Da kann man die rekrutieren, aber ich weiß nicht wo. Deswegen überlege ich gerade, wo gehen wir denn überall überhaupt hin?
Skinner's Room ist, glaube ich, ein Gebiet von Kannibalen. Die Water Zone ist halt die Water Zone. Im Vein ist, glaube ich, auch nicht so cool. Ich würde eigentlich echt gerne irgendwo hier schon im Umkreis bauen, aber am liebsten außerhalb des Gebiets von denen hier. Also wird sich die Borderlands würden sich eigentlich ganz gut anbieten. Ich war aber noch nie bei Rebirth, deswegen laufen wir jetzt einfach mal dahin mit unseren Expeditionstruppen. Dann lauft mal die Guten. Ich bin in der richtigen Richtung. Ja, so halbwegs. Halt, sollen wir uns nicht noch. Ich bin wieder zu voreilig. Ich warte jetzt nochmal kurz, bis wir genug Kohle haben. Stellt euch mal einfach hier hin. Ingi. Du kannst schon mal anfangen einzusammeln, mein Freund. Weil dann heuern wir uns nämlich nochmal die. Ja, sag mal schnell. Die Söldner an. Ich möchte nämlich selbst unseren Expeditionstrupp nicht gerne verlieren und auch wenn die schon gar nicht so schlecht sind, gibt es immer einiges Besseres, gerade wenn man auf Erkundungstour ist. Es kann einiges in die Hose gehen. Und ja, das ist immer gut, wenn man ein paar helfende Schwerter dabei hat. Wir haben aber auch schon fast genug Kohle. Habt ihr mich erschrocken, Alter? Boah, ich dachte schon, das wären jetzt irgendwelche Banditen, die wollen töten. Müssten auch schon, ja, nicht ganz genug Geld haben. Können ja mal gucken, was Zao, dieser Au hier wieder alles fabriziert hat. Oh, Rang hoch, Rang hoch. Oh, Rang Experte, sehr schön. Alles Rang hoch. Ah, oh, so wollen wir das sehen, meine Gute. Dafür habe ich dich trainiert. Zau, du Sau. Ja, die sind eh nur. Die haben keinen Rüstungsschutz, aber geben halt Kampfkunstbonus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich finde es aber eine coole Sache. Und will das einfach mal ausprobieren mit Iroh und Dinarin. Ja. Aber ich glaube, so lange geht die Folge auch gar nicht mehr. Da wir schon ziemlich lange dabei sind. Ich glaube jetzt schon 20 Minuten. Wenn ich mich nicht total irre, heute ist mein Zeitgefühl ein bisschen im Arsch. So, Ingi, du wartest jetzt noch ein, so ein Dingen. Zack, jetzt ab. Verkauf das. Am besten direkt in eine Bar gehen und gucken, ob die da sind. Nio. Was bist du, Nomade? Wo sind deine Freunde, Nomade? Das scheint der Einzige zu sein, wa? Verlorener Sohn? Na toll, ey. Was ist das denn? Eine Rudelbestie? Müssen wir doch irgendwo hier sein? Na, ist egal, wir haben eh kein Geld dafür eigentlich. Fällt mir gerade mal so ein. Ingi ist da, sind die hier? Ja, Brothers, ihr seid hier, meine Lieblings-Söldners. Das ist very schön. Und wir haben das Geld. Und wir gucken noch mal ganz kurz, was habt ihr denn alles für Sachen an? Aha. Chased kann sich auf jeden Fall nochmal die Sachen tauschen. Wo ist denn Inu? Inu? Inu und Chased. Ab in die Rüstungskammer.
biete, wenn ich bieten darf. Ingi, ab an die Arbeit, wenn ich bitten darf. So, jetzt gucken wir mal. Können wir eigentlich auch austauschen, wenn wir schon dabei sind. Zack. So, dann Inu. Du musst auch einmal eine neue Rüstung anziehen. Diesen Crap brauchst du nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob du wirklich eine schwere Rüstung brauchst. Zieh mal so ein Ding auf. So, dann werden die beiden nämlich schon mal ausgerüstet. Chest, yep, ist auch gut ausgerüstet. Das heißt, ihr beiden kommt schon mal hier wieder hin. Und Inu, du kannst schon mal wieder hier rein und die. Halt. Ah, halt. Mal gucken, was der Nomade da hat. Oh nein, wir könnten schon wieder einen. Ach, wisst ihr was? Die Folge ist ja jetzt eh gleich vorbei. Oder ist jetzt vorbei. Das heißt, wir kaufen jetzt noch den Knochenhund hier. Ist nicht so schlimm. Weil ich kann ja jetzt offscreen ein bisschen Geld farmen und dann die Söldner kaufen. Und dann können wir auf Expeditionstour gehen. So. Kaufen wir den mal noch schnell. Ach, wie sollen wir den denn nennen? Die sehen alle gleich aus. Das ist ein bisschen schwierig, da irgendwie Unterschiede festzustellen. Oh, dieser Soundtrack ist so gut, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich den in den ersten Folgen ausgemacht habe. Ich hatte Angst, wegen Copyright wieder geclaimed zu werden oder ähnliches. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Also, ja. Gut. Den nennen wir. Super Putsch. Ihr habt gemerkt, die heißen alle irgendwie Putsch im Namen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. Wo ist denn jetzt Inu wieder? Da. Mal, ihr könnt eigentlich so lange wieder Aufgaben machen. Ingi ist schon wieder hier angekommen. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und sage, haut rein, euer Brille und bis Montag, beziehungsweise vielleicht dieses Wochenende beim Stream. Also, ciao.